Und schon wieder die vierte Nacht. Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge oder einem neuen Versuch, die vierte Nacht zu überleben. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen im Arsch bin. Meine Seele ist echt vernichtet worden. Oh Gott, und jetzt drücke ich schon wieder auf die Hupe, ey. Geht schon wieder gut los. Auf jeden Fall. Ja, habe ich das Gefühl, dass es viel mit Glück zu tun hat, dass man das überlebt hier. Und ich hatte kein Glück, wie man es in den letzten Folgen sehen konnte. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so wirklich Kraft und Motivation weiterzuspielen. Ja. Weil ich nicht wirklich weiß, was man machen soll. Und schon wieder zwei sind unterwegs. Oh man, Leute. Oh man. Schon wieder nur noch 92%. Und ich kann euch nicht sagen, auf was man achten muss, um den Fuzzy-Teddybär zu überleben. Ich weiß es nicht. Ob es überhaupt Sinn macht, die Lichter jetzt anzumachen. Ob man vielleicht doch nur eine Kamera am Anfang anschauen sollte. Ich weiß es nicht. Und es dauert auch immer echt lange, bis man es schafft zu überleben. Aber jetzt kommt ja dann bald der Film. Und alle sind sie nicht mehr da. Der ist dort. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Und ich weiß schon wieder gar nicht, wo die ganzen Schweine sind. Und derjenige, der sich alle Folgen reingezogen hat, kann auch gern mal unter die Kommentare schreiben, dass er sich alles reingezogen hat. Das würde mich freuen. Da steht auf jeden Fall einer. Und ist es nicht Foxy? Hm. Verrückt. Aber Foxy bewegt sich auch nicht. Ach, heiemini. What the f... What the f... Jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt, ey. Boah. Wow. Oh mein Gott. Geht ja schon wieder gut los. Ich erschreck mich. Jetzt habe ich mich zweimal selber erschreckt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und jetzt mache ich schon wieder alles, aber nur nicht das, was ich machen sollte. Ah, da ist er. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn die Tür zu ist, dann ist er nicht da, gell? Wow! Oh, es hat mich fast die scheiß Ente gekillt. Boah, Alter, es ist 2 Uhr, Mann, und ihr penetriert mich so. Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Muss ich vielleicht kurz hier reinschauen und wieder rausgehen, damit... Nein, er ist immer noch da. Super, wunderbar. Jetzt ist er weg. Okay. Oh Mann, ey. Ich weiß gar nicht, wo der Teddy schon wieder ist. Und ich will ihn ehrlich gesagt auch nicht suchen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gibt es irgendwie einen Punkt, wo man einfach nur warten soll? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wahnsinn, Leute, Wahnsinn, ey. Schon wieder Game Over. Vierte Nacht again? Again? Ah! Oh, jetzt war ich zu langsam. Vierte Nacht again? 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 Helft's mir, Leute. Ich komme nicht über die vierte Nacht hinaus. Das ist doch nicht... Das kann doch nicht sein. Ich hatte vor, alle Teile zu spielen. Aber halt erst, wenn ich die Teile halt nach und nach durchspiele. Aber wenn ich sie nicht schaffe, dann... Ich kann ja gefühlt nicht 100 Folgen von dem ersten Teil aufnehmen. Immerhin von der vierten Nacht. Das ist doch irgendwann langweilig, oder? Das ist doch... Und jetzt sind schon wieder so viele unterwegs, ey. Schaut euch das an. Ja, die Ente mal wieder und er. Zumindest ist er schon wach, ne?
Man muss immer wieder reingucken, hä? Wie hieß denn die fünfte Nacht, ey? Angeblich soll es ja noch eine sechste geben. Das ist ja dann der Tod. Kein Teddy. Kein Teddy. Und man sieht ihn halt auch nicht auf den Maps. Das kann doch nicht sein. Ich check's nicht. Aber da hinten ist er, oder? Da ist er. Jetzt habe ich ihn gesehen. Da ist er immer noch. Und da ist er. Alles klar. Soll ich die Kamera da drauf lassen? Ich lasse die Kamera da drauf. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber ich denke, vielleicht. Vielleicht. Versuchen wir ihn dort hinten zu lassen. Schauen da immer wieder hin. Kontrollieren die Lichter. Schauen auf die Kamera, schauen da hin, schauen auf die Kamera. Kontrollieren die Lichter. Schauen auf die Kamera, schauen da runter, schauen auf die Kamera. Okay. Vielleicht hat das was mit der Kamera zu tun, du Drecksau, ey. Ich glaube, es hat was mit der Kamera zu tun. Dass wir sie immer da lassen, wo er gerade ist. Und du solltest dich jetzt mal verziehen, also bitte. Das ist, glaube ich, eine gute Taktik. So machen wir das jetzt, ja? Das ist eine gute Taktik. Aber er verzieht sich halt nicht, ne? Und solange die Tür zu ist, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Geh weg! Alter, ich kann doch nicht die Tür so lange zulassen. Katastrophe. Oh nein, er ist nicht mehr da. Jetzt war ich zu langsam. Da ist er jetzt. Da ist er jetzt. Okay. Gut. Also haben wir sie einmal hier. Und einmal da. Okay. Er ist immer noch an der Position. Er ist immer noch an der Position. Schauen wir wieder hin. Okay. Und Foxy ist gerade ein bisschen zurückhaltend. Das finde ich gut. Das ist auch mal echt angenehm. Aber 37% und die dritte Nacht, Leute, also das kann doch nicht funktionieren, oder? 36%. Die dritte Nacht sage ich, die 3 Uhr, verdammt mich, ey. Verdammt mich. Er ist immer noch da. Er ist immer noch out of order. Okay, ich muss mich ein bisschen beeilen. Bezüglich den Kameras. Dass wir halt auch einfach, ja, nicht so viel Batterie verballern. Aber jetzt haben wir nicht Foxy angeschaut. Okay, wir haben gefühlt alle bis auf den Hasen. Alle bis auf den Hasen. 3 Uhr. 30%. Oh shit, ey. Und wir sind noch nicht in 4 Uhr drin. Wir haben jetzt die Hälfte und oh mein Gott, ey. Oh, er ist nicht mehr da. Ich weiß, es ist der Tod wahrscheinlich, was ich hier mache, aber... Oh Mann! Jetzt bewegt sich er wieder, weil ich beide Türen zugemacht habe. Und ich sehe diesen verdammten Teddy nicht. Und jetzt schaust du mir auch noch ins Gesicht und ich krieg gleich Gänsehaut, ey. Wahnsinn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ey. 12%. Kann man es jetzt noch schaffen?
wenn man ganz sparsam ist? Aber ich bin halt nicht sparsam. Oh man. Da war der Hase. Und er ist halt immer noch dort. Ach, ich kotze. Es geht einfach nicht, Leute. Helft's mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, meine Freunde. Servus.